Hallo, mein Name ist Stefan, ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Heute zeige ich euch den. Und den natürlich. Und den gehen wir uns anschauen. Und der wollte unbedingt mit aufs Foto. Ich bin heute in aller Herrgottsfrühe schon um 5:30 aufgestanden und losgefahren. Und war erstaunt, obwohl ich so früh unterwegs war, waren da schon fleißig Leute am Arbeiten in den Obstfeldern. Die Leute, die hier von der Landwirtschaft leben, die müssen echt was leisten, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Meinen absoluten Respekt. Und die arbeiten natürlich lieber früh morgens, wenn es noch einigermaßen kühl ist. Das heißt, sobald die Sonne hier hoch ist, ist auch schon Betrieb auf der Landwirtschaft, auf den landwirtschaftlichen Flächen. Sieht man überall Leute wuseln, pflanzen, hacken, ernten. Ja, und das habe ich dann auf meiner Reise heute Morgen durch die Dörfer festgestellt. Also um die Zeit morgens ist richtig schon was los. Wer das Video von mir gesehen hat, der geliehene Buddha, der weiß in etwa, in welche Richtung ich jetzt fahre, denn auf dem Weg zu diesem Kloster, über das ich erzähle in dem geliehenen Buddha, habe ich ein Schild gesehen, Aravan Cave. Na, ich habe dann mal so ein bisschen gegoogelt und festgestellt, das ist wieder so eine Einsiedlerhöhle. Habe aber auch gesehen, da ganz in der Nähe gibt es einen ganz interessanten Tempel. Und wie immer lasse ich euch in der Videobeschreibung natürlich die Koordinaten da. Das heißt, heute mache ich es ein bisschen anders. Ich lasse euch eine Google-Route da. Ja, und dann könnt ihr Stopp für Stopp quasi auf der Route mit anschauen, wo ich überall war. Könnt euch die einzelnen Plätze angucken. Und ja, das erste, wo ich hingefahren bin, war ein See. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt erstmal hier durch die Dörfer. Ich hätte natürlich auch über die Hauptstraße fahren können, da hatte ich aber keine Lust zu. Ich finde die kleinen Sträßchen hier durch die Dörfer viel interessanter. Und man hat trotz Corona doch auch immer wieder nette Begegnungen mit irgendwelchen Leuten. Ja, oder man kommt aus dem Dorf raus und dann ist hier so ein trockenes Flussbett und irgendwo hinten sieht man Wasserbüffel stehen. Man sieht auch viel eher mal diese ganzen wunderschönen kleinen Klösterchen, die es hier überall gibt. Jedes Dorf hat sein Kloster. Natürlich sieht man auch den Kabelsalat an den Masten. Mir völlig schleierhaft, warum das funktioniert, aber es funktioniert. Morgens auf den Märkten ist natürlich auch immer schon was los. Genau, das ist ein junger Mönch. Der läuft vor, schlägt den Gong und dann wissen die Leute, die Mönche kommen und stellen sich an die Straße für die Essensspende an die Mönche. Die Mönche gehen morgens von Haus zu Haus, empfangen die Gaben der Gläubigen, segnen dafür und essen dann einmal. Das ist so gegen 11 Uhr. Und dann nicht mehr. Dann, also bis 12 Uhr dürfen die essen und dann eben nicht mehr. Wenn die Sonne am Himmel am höchsten steht, ist Schluss. Dann darf nur noch getrunken werden. Bei Kindermönchen wird es in der Regel ein bisschen anders gehandhabt. Ja, und solche Sachen sieht man eben nur, wenn man durch die kleinen Dörferchen durchfährt. Auf der Autobahn hilft das alles nichts. Hier bin ich jetzt nochmal an so einem Geisterhäuschenfriedhof vorbeigekommen. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Haus kauft oder ein Stück Land kauft und da neue Geisterhäuschen aufstellt, müssen die alten ja irgendwo hin. Und da gibt es immer wieder Plätze, wo die sich sammeln. An vielen Dingen bin ich heute vorbeigefahren, die ich wirklich nicht einordnen, zuordnen konnte. Was ich heute auch zum ersten Mal gemacht habe, ich habe Google gesagt, pass mal auf, ich bin nicht mit dem Auto, ich bin mit dem Motorrad unterwegs. Offensichtlich hat Google gedacht, ich fahre eine Enduro. Also das sind schon Straßen gewesen. Mein lieber Herr Gesangverein, da war schon ordentlich Matsch auf der Straße oder Sand. Mir ist also ein paar Mal der Reifen weggegangen. Hab Glück gehabt, habe mich aber nicht auf die Nase gelegt. Das Obst, was ihr hier seht, heißt Shampoo. Ich habe es selber noch nicht gegessen, so Mara meinte, aber das wäre lecker. Hier bin ich jetzt an dem ersten Stop auf der Route angekommen. Laut Google Maps ist das ein See. Eigentlich ist es nur eine große Sumpflandschaft. Das Wasser ist also weggetrocknet. Klar, wir sind hier im Hochsommer, kurz vor Beginn der Regenzeit.
auch wenn es die letzten Tage schon mal ein paar Mal stark geregnet hat. Aber das ist oft auch nur ganz lokal. Also es braucht einfach den Regen. Hier ist vieles sehr trocken. Da waren wirklich nur noch ein paar Pfützen übrig. Trotzdem ganz schön, da waren einige Vögel, die ich noch nie gesehen habe vorher. Und dadurch, dass da doch noch Wasser ist, war es halt auch sehr grün. Oder hier diese Ameisenstraße. Da sieht man einfach wieder, wie sehr das Leben am Wasser hängt. Also in dem Moment, wo Wasser zur Verfügung ist, ist doch wieder einiges mehr an Vegetation. Ja, sieht man leider auch immer wieder wilde Müllkippen. Finde ich extrem ärgerlich. Naja, an dem Schild bin ich schon fast vorbeigefahren. Dann bin ich wieder zurück. Aha. Caravan Cave. Los geht's. Zwischendurch habe ich auch nochmal angehalten, den Popo gelüftet, weil die ganze Zeit auf so einem Moped-Sattel, das drückt ganz schön. Dazu braucht es natürlich immer ein Plätzchen im Schatten. Aber das war heute recht angenehm. Also ich bin teilweise wirklich unter Alleen durch Dschungel gefahren, mit hohem Bambus. Und die Landschaft, die ist einfach Traum. Da kann man sich nur drin verlieben. Das ist ein absoluter Wahnsinn, was da an Grüntönen, an Farben, an Geräuschen ist. Ich habe heute immer wieder mal auch, wenn ich irgendwo im Dschungel war, mal die Originalgeräusche am Video drangelassen und sabbel euch da auch nicht rein, versprochen. Dann kriegt man, glaube ich, nochmal eher ein Gefühl dafür, wie es da so ist. Was natürlich immer im Hinterkopf bei euch sein muss, Mücken, 40 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, die Brühe läuft und überall krabbelt und juckt irgendwas. Das ist hier so. Man gewöhnt sich aber auch ein Stück weit dran. So, wir kommen jetzt gleich zu dem zweiten Punkt auf der Route. Eigentlich ist es der dritte, wenn man den Start mitrechnet. Und zwar ist das nicht diese eigentliche Höhle, sondern ich hatte ja erzählt davor, da gibt es noch so einen interessanten Tempel. Da bin ich hingekommen. Erstmal hat mich diese wahnsinnige Säule da begrüßt. Das hat mich sofort an die unendliche Geschichte erinnert mit ihrem Drachen, der sich da um diesen Stab schlängelt, wie so ein Aesculap-Stab, mit der Schlange beim Arzt. Zweiköpfiger Drache. Wahnsinn. Tipptopp gepflegt, dieses Kloster. Da war kein Grashalm länger wie ein anderer. Da waren auch Leute, die haben aber mich erstaunlicherweise komplett in Ruhe gelassen. Also die sind nicht mal gekommen, haben Hallo gesagt. Die sind auch nicht gekommen und haben mir oben in der Höhle das Licht angemacht. Jetzt habe ich das Ding schon Kloster und auch Tempel genannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist. Also die Gebäude sind eindeutig in chinesischem Stil gebaut. Diese Engelsfiguren hier, das ist typisch thailändisch. Wenn man aber nachher hoch in die Höhle kommt oder an die Höhle rankommt, das wirkt auf mich alles sehr indisch, wie ich es aus Indien kenne. Da gibt es nachher einen großen Om Shiva, also eine große Shiva-Statue, die natürlich auch in der buddhistischen Mythologie eine Rolle spielt. Oben gibt es ganz viele Hanuman, die Elefantengötter, die natürlich in thailändischer Religion auch eine Rolle spielen. Das vermischt sich einfach an dieser Stelle. Ich weiß aber nicht, ob unten in dem Kloster Mönche sind oder ob das nur ein Tempel ist, wo weltliche Menschen drauf aufpassen. Ich habe keine Ahnung. Oben waren Dutzende Ganesh-Figuren. Nicht Hanuman, habe ich eben Hanuman gesagt? Quatsch, Ganesh. Genau, Ganesh, der Elefantengott mit der Ratte. Und dann geht es eben da runter. So, da war kein Licht. Ich hatte auch nur so eine Fusseltaschenlampe mit dabei, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, da wird schon irgendwo ein Lichtschalter sein. War aber nicht. Und was ich gemacht habe, ich bin immer ein Stück gelaufen, dann habe ich ein Blitzlichtfoto gemacht, habe mir das auf der Kamera angeguckt. Ist das okay? Ist da irgendwo Viehzeug? Und dann bin ich wieder ein paar Schritte gelaufen. Zusätzlich natürlich diese Funzelkamera, diese Mini-Taschenlampe, die ich hatte. Die hat aber nicht viel gebracht. Trotzdem wollte ich mir die Höhle unbedingt angucken und ich bin saufroh, dass ich es gemacht habe. Schaut mal hier. Ist das nicht der Wahnsinn? Da ist so ein Schacht in die Höhle rein und da haben die diese Figur hingesetzt.
Leider finde ich einfach keine wirklichen Angaben über diese Figur oder was das genau ist. Wie gesagt, Supa sagt, Om Shiva heißt der. Das ist was aus der thailändischen Mythologie. Und wir haben hier einen Schacht runter in diese Höhle und da unten steht er drin. Und in der Höhle gibt es noch ganz viele Gänge und kleine Ecken mit Altären. Ich bin aber nur in diesem Hauptraum geblieben und bin dann wieder raus, weil ich hatte A, keinen Führer und B, kein vernünftiges Licht. Sehr liebevoll gepflegt da, aber da habe ich eben auch Sachen gesehen, die ich so vorher noch nicht gesehen habe in thailändischen Klöstern. Das ist irgendwas Besonderes. Also diese Figur hier kenne ich, mit den Haaren, die dann fast aussehen wie eine Schlange. Aber das ganze Ding hat eben unheimlich viel chinesischen Einfluss und indischen Einfluss. Vielleicht kriege ich die so ein paar irgendwann mal dazu, mit mir mal dahin zu fahren und dann kann ich mal mit den Leuten sprechen. So, jetzt bin ich weitergefahren. Laut Google war diese eigentliche Höhle, wo ich ja hin wollte, als Hauptattraktion auf der Route heute gar nicht weit. Das hat sich aber doch noch ziemlich gezogen. Das ist dann nach dem Startpunkt der dritte Punkt auf der Route. Erawan Cave. Was mich halt die ganze Zeit schon gewundert hat auf der Strecke dahin, ist, ich war alleine. Kein Mensch weit und breit. Und irgendwie auf halber Strecke hat auch das Navi gesponnen, weil nämlich keine Internetverbindung mehr da war. Und das kenne ich von Thailand nicht. Normalerweise hast du in jedem Kaff Internet. Da war gar nichts mehr. Und da waren wir schon so ein bisschen mulmig, weil wenn da was passiert wäre, hätte ich keine Hilfe rufen können. Dann aber gedacht, komm, stell dich nicht so an. Gib Gummi, so weit kann es nicht mehr sein. Aber das hat sich echt gezogen. Also kreuz und quer durch den Dschungel. Die Straße war aber tipptopp in Ordnung, von daher habe ich gedacht, gut, also was soll schon passieren? Da bin ich endlich angekommen. Ich weiß nicht, ob man das auf dem nächsten Bild wirklich erkennen kann. Unten in der Mitte, das ist eine Metalltür. Darüber war mal ein Dach. Das sind die Toilettenanlagen. Auf dem Dach ist gar kein Belag mehr. Also dieser Ausflugspunkt ist völlig verloddert, verwildert. Die einzigen, die da noch rumgetobt sind, waren ein paar wilde Hunde. Die waren aber zum Glück sehr freundlich. Und es war alles vergammelt. Die Häuschen, die da waren. Offensichtlich hat man da früher auch mal Essen verkauft oder so. Also da war nichts mehr. Die ganzen Dächer waren eingekracht. Oben vor der Höhle war dann so ein ganz einsamer kleiner Altar mit so einem heiligen Figürchen drauf. Und da konnte man so Reste von Opfergaben erkennen. Aber das muss alles Jahre her sein, dass sich da wirklich jemand drum gekümmert hat, was hier wirklich ungewöhnlich ist. Zumal diese Höhle ja überall ausgeschildert ist. Ich bin in die Höhle nicht rein. Das war mir zu gefährlich, weil du weißt nicht, ob da Schlangen drin sind oder irgendwelche giftigen Insekten. Da war schon lange niemand mehr drin. Ich hatte kein vernünftiges Licht. Ich war alleine. Ich hatte keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Habe ich abgebrochen. Das habe ich bei den Lost Place Videos gelernt. Wenn man
merkt, das wird zu gefährlich, dann sollte man auch seinen Bauch wenden. Genau. Der wollte unbedingt mal fotografiert werden, deswegen hat er sich auf meine Kamera gesetzt. Habe ich gerade mit dem Handy geknipst. Ein wunderschöner Schmetterling. Traumhaft da oben die Landschaft. Und ich habe tatsächlich auf der Kamera jetzt mal so einen Panorama-Blick gefunden. Fand ich auch ganz witzig. Wusste ich gar nicht, dass sie das kann. So, ab hier vergesst bitte einfach die Route aus der Videobeschreibung. Ich habe mich gnadenlos verfahren, weil kein Navi funktioniert hat. Und bin einfach der Nase nach. Ungefähr so die Richtung, wo ich hin wollte. Und los geht's. Ja, nochmal, die Landschaft hier ist atemberaubend. Jetzt bin ich weiter und bin dann wieder zurück, weil das habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Da waren zwei Leute beim Fischen mit so Dreiecksnetzen. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Die sind immer wie die Reiher so ein, zwei Schritte gelaufen, lange stehen geblieben und haben dann blitzartig das Wasser durchkämmt und geschaut, was in ihren Netzen drin ist. Und so entdeckt man halt hier immer wieder was Neues. Hier sind wir jetzt an einem Stausee. Ihr seht da vorne die Wasserfontäne, die belüften das Wasser also. Wahrscheinlich sind da Fische drin, damit nicht alles eingeht. Es ist halt wirklich kaum Wasser da. Ja, und alle hoffen, dass es bald mal vernünftig wieder Monsun gibt und ordentlich regnet und diese ganzen Bassins wieder volllaufen. Ich habe mich dann von da aus schon wieder auf den Heimweg gemacht. Kommt man solchen wunderschönen Bäumen vorbei. Also das ist die Farben. Ich glaube, das kommt im Video gar nicht so rüber. Die Farben, die sind halt hier auch ganz anders, wie ich das von Deutschland kenne. Viel leuchtender. Da ist was verbrannt worden, was natürlich doof ist. Dann haben wir bald wieder Smog. Jedes Dörfchen hat so seinen kleinen Tempel. Und die sind oft sehr reichhaltig verziert. Jetzt muss man natürlich eins bedenken. Im Buddhismus sind wir schon am Jahr 2500 irgendwas vorbei. Und viele dieser Klöster sind einfach sehr, sehr alt. Und da ist über Generationen immer wieder was dazugekommen, immer wieder verschönert worden. Das ist natürlich alles nicht neu gebaut, sondern das sind gewachsene Anlagen. Und deshalb sind die oft so prächtig, obwohl die Dörfer eigentlich sehr klein sind. Das war das heutige Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die das Video bis zum Ende geschaut haben. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mal in die Videobeschreibung schaut. Da findet ihr einen Link zu unseren anderen Social-Media-Kanälen. Da habt ihr auch die Möglichkeit, uns über PayPal vielleicht mal den Tank voll zu machen oder einen Kaffee auszugeben, wenn ihr das möchtet. Oder ihr könnt mal auf der Homepage vorbeischauen oder bei Instagram, da sind wir auch. Ja, also nochmal, das war's für heute. Bitte seid so nett, abonniert den Kanal, das kostet euch nichts, hilft mir aber extremst weiter. Daumen nach oben, auch wichtig, füttert den YouTube-Algorithmus. Je mehr Daumen nach oben so ein Video hat, je öfter wird es in den Vorschau-Übersichten gezeigt. Und über einen Kommentar würde ich mich auch extremst freuen. Ich verspreche, ich werde jeden Kommentar beantworten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.